Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich stehe hier schon seit Stunden. Ich hätte eigentlich was Besseres zu tun, gell? Hab gehört, dass er heute hier durchzieht, durch Jericho. Er soll nämlich auf dem Weg nach Jerusalem sein und soll hier auf dem Weg hierher sogar schon einen Blinden geheilt haben. Alleine durch gutes Zureden. Das muss ich sehen. Was ich da schon gehört habe, Wahnsinn. Aber so langsam fühlt sich's hier. Ist echt, ist richtig eng, aber ich behalte meinen Platz hier. Ich habe so lange hier gestanden, meine Arbeit vernachlässigt, hätte ja auch was Besseres zu tun, aber ich bleibe hier. Aber da, oh, der schon wieder. Zachäus, der Herr Oberzöllner. Wie immer zu spät. Na Zachäus, kauf dir doch einen Platz in der ersten Reihe. Bist du wieder zu spät? Willst du noch deine Steuereinnahmen zählen? Die Zolleinnahmen, er ist nämlich Zollpächter, sich da irgendwann mal eine Zollstation gekauft von seinem vielen Geld und vermehrt es natürlich. Aber ich lasse den hier nicht durch. Nee. Und du auch nicht. Nee. Der ist nur auf seinen eigenen Vorteil aus. Jedes Mal ist es Gleiche. Ja. Aber auch hier wieder, was macht er? Setzt sich auf den Baum. So groß. Setzt sich natürlich auf den Baum, hat den besten Platz. Weil er ist ja der Oberzöllner. Aber nee. Aber was macht man nicht alles, wenn man klein ist? Wenn man so gewieft ist, bedrückt ja eh alle Leute. Hoffentlich fällt er runter. Leid tun wird's mir bei dem, ehrlich gesagt, nicht. Ganz im Ernst, nee, ganz ehrlich. Aber da kommt er schon. Oh, hallo Jesus, huhu, hierher. Kann jetzt nicht wahr sein, oder? Was hat er jetzt gesagt? Er soll vom Baum runterkommen. Er möchte gerne bei ihm zum Mittag essen. Kann nicht wahr sein. Also das kann echt nicht wahr sein. Das ist ein Verbrecher, ein Halsabschneider. Der nimmt uns ständig aus. Das kann doch nicht wahr sein, dass er jetzt... Aber mit dem Jesus ist auch nichts los. Ich hab's gewusst. Das haben sie ja auch alle gesagt, dass mit dem nichts los ist. Aber jetzt... Nee, aber ich gehe jetzt nicht. Ich bleib jetzt hier stehen, solange bis der wieder rauskommt. Nee. Also dieser Zachäus mit seiner Zollstation zockt uns ständig ab. Wir haben 3 Kinder und wenn dann wirklich mal was übrig bleibt, wenn mein Joshua wirklich mal von seinem kleinen, nicht wirklich ertragreichen Stück Land irgendwas verkaufen könnte, müssen wir bei dem vorbei und müssen da natürlich wieder bezahlen. Wir müssen Durchfuhrzölle, Einfuhrzölle, Ausfuhrzölle, alles müssen wir bezahlen. Die Kranzsteuer, seit die Römer da sind, damit das Imperium nicht wackelt. Wenn wir dann wirklich irgendwas verkaufen können, was übrig bleibt, sagt er ja, das ist für mich, 3 für mich, 4 für die Römer, 2 für mich, 3 für die Römer. Wenn man dann was sagt, sagt er, oh Joshua, hast du das Zollwesen noch nicht verstanden? Mein Freund der Römer da drüben könnte mir das nochmal erklären. Natürlich sagt man da nichts, man möchte ja auch keinen Ärger mit denen. Aber sowas, so eine linke Bazille, nee, ganz ehrlich. Und bei dem kehrt er ein, bei diesem Verbrecher. Ja, super, ganz toll, aber da sind sie wieder. Was hat der jetzt gesagt? Okay. Er möchte den Armen die Hälfte seines Vermögens geben. Das ist nicht schlecht. Und jeden, den er betrogen hat, möchte er das 4-fache wieder zurückbezahlen von dem, was er zu viel genommen hat. Da bin ich auch dabei. Da gehe ich jetzt heim und mache meine Rechnung. Ganz ehrlich.